Translated Press History. Die Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Theodore Roosevelt. Schriftsteller, Zoodirektor und Präsident im Weißen Haus. Teddy Roosevelt, wie ihn alle Welt heute noch kennt, war wahrscheinlich der erste große, unvergessliche Präsident des 20. Jahrhunderts. Er unterhielt einen kleinen Zoo im Weißen Haus. Zur Haustierfamilie der Roosevelt-Kinder gehörten mindestens 6 Hunde, ein kleiner Bär, eine Eidechse, ein Meerschweinchen, ein Dachs, ein Waschbär, eine blaue Ara, eine Henne, ein einbeiniger Hahn, eine Hyäne, eine Schleiereule, ein Hase, ein Pony, eine Strumpfbandnatter. Und Präsident Roosevelt liebte diese Haustiere so sehr wie seine Kinder. Er war der erste Präsident, der auch als Präsident das Land verließ. Als Teil von Roosevelts außenpolitischen Initiativen rief er den Panama-Kanal ins Leben. Das Projekt hatte viele Rückschritte erlitten, aber 1906 war es bereits in vollem Gange. Im November desselben Jahres begab sich Roosevelt auf eine 17-tägige Reise nach Panama und Puerto Rico und wurde damit der erste Präsident, der während seiner Amtszeit außerhalb der USA reiste. Die Reise förderte die Moral und die Presse war ganz begeistert. Präsident Roosevelt wurde nicht unter Verwendung einer Bibel vereidigt. Als Roosevelt am 14. September 1901 nach der Ermordung von William McKinley den Amtseid ablegte, legte er keinen Eid auf die Bibel ab. Das Ereignis fand in der Bibliothek des Hauses seines Freundes in Buffalo statt, Ansley Wilcox. Was auch immer der Grund dafür war, als Roosevelt in ihrem Haus eintraf, war das Land seit etwa 12 Stunden ohne Präsidenten und alle waren besorgt, dass die Amtseinführung so schnell wie möglich stattfinden sollte. Er war einer der belesensten Präsidenten, ein Schnellleser, der in der Regel 1 bis 3 Bücher pro Tag lesen konnte. Ein Buch hielt er immer griffbereit. Er las in vielen verschiedenen Sprachen, darunter Deutsch, Französisch, Italienisch und Latein. Er lernte immer und suchte nach umsetzbarem Wissen. Präsident Roosevelt war auch ein produktiver Schriftsteller. Er war unser literarischster Präsident, sagen die Amerikaner heute noch von ihm. Ein sogenannter gefräßiger Leser mit einem ausgezeichneten Gedächtnis. Er hat 35 Bücher geschrieben und etwa 150.000 Briefe. Er schrieb über eine breite Palette von Themen. Sein erstes Buch, Der Seekrieg von 1812, wurde 1882 veröffentlicht. Einige seiner beliebtesten Titel waren Der Seekrieg, Die rauen Reiter, Das ermüdende Leben, Afrikanische Wildspuren, Der neue Nationalismus, Eine Autobiografie, Durch die brasilianische Wildnis, Das große Abenteuer und Briefe an seine Kinder, 1919. Einen Großteil seines Lebens war er von den Einnahmen aus seinen Büchern abhängig und er war ein absoluter Selbstversorger. Theodore Roosevelt hat ein fotografisches Gedächtnis. Er war bekannt, dass er sich nicht nur an Artikel, sondern an ganze Zeitungsseiten erinnern konnte, lange nachdem er sie zum ersten Mal gelesen hatte. Er war und ist noch bis heute der jüngste Präsident der Geschichte der Vereinigten Staaten. Im Jahr 1901 wurde Vizepräsident Roosevelt unmittelbar nach der Ermordung von Präsident William McKinley als 26. Präsident der Nation vereidigt. Im Alter von 42 Jahren war er der jüngste Präsident in der Geschichte des Landes. John F. Kennedy war 43 Jahre alt, als er Präsident wurde. Er war Umweltschützer. Er schuf den United States Forest Service, richtete 150 Nationalwälder ein, 51 föderale Vogelschutzgebiete, 4 nationale Wildreservate,
5 Nationalparks, 18 Nationaldenkmäler. Insgesamt schützt er etwa 230 Millionen Hektar offizielles Land. Präsident Roosevelt war auch der erste Präsident, der einen Friedensnobelpreis erhielt. Er war der erste Staatsmann, dem der Friedensnobelpreis verliehen wurde. Als Präsident baute er die amerikanische Außenpolitik aus, verhandelte 1904 bis 5 für den Frieden im Russisch-Japanischen Krieg. Und er ist der einzige Präsident, der jemals aufgefordert wurde, über einen ausländischen Krieg zu verhandeln. Die Nobelpreisorganisation berichtet, dass dies auch das erste Mal war, dass die Verleihung umstritten war. Die norwegische Linke argumentierte, Roosevelt sei ein militärisch verrückter Imperialist, der die amerikanische Eroberung der Philippinen vollendet hatte. Schwedische Zeitungen schrieben, dass Alfred Nobel sich im Grab umdrehte und dass Norwegen Roosevelt den Friedensnobelpreis verlieh, um nach der dramatischen Auflösung der Union mit Schweden im Vorjahr mächtige Freunde in Amerika zu gewinnen. Roosevelt war auch einigen Schicksalsschlägen ausgesetzt, so wie eigentlich alle Präsidenten. Seine Mutter und seine erste Frau starben innerhalb von 11 Stunden hintereinander. 14. Februar 1884 starb seine erste Frau, mit der er 4 Jahre verheiratet war, Alice Lee. Und 11 Stunden später starb seine Mutter im Alter von 49 Jahren an Typhus. Roosevelt ist übrigens nach dem beliebtesten Plüschspielzeug der Geschichte nach ihm benannt. 1902 unternahm Präsident Roosevelt auf Einladung des Gouverneurs von Mississippi, Andrew Longino, einen Jagdausflug. Nach 3 Tagen Jagd hatte Roosevelt immer noch keinen Bären erspäht. Die Jagdführer spürten einen Schwarzbären auf, banden ihn an einen Baum, damit der Präsident zum Schießen kommen konnte. Nachdem er den alten verletzten Bären gesehen hatte, dachte Roosevelt, es wäre unsportlich, ihn zu erschießen. Der politische Karikaturist Clifford Berryman hörte von dem Ereignis und zeichnete eine Karikatur, in der Roosevelt sich weigerte, den Bären zu erschießen. Die ursprüngliche Karikatur erschien am 16. November 1902 in der Washington Post. Während der Präsidentschaft Roosevelts verwendete Berryman den Bären weiterhin in politischen Karikaturen. Mit Roosevelts Erlaubnis stellte Maurice Mikdem, ein russischer Einwanderer und Besitzer eines Süßwarengeschäftes in Brooklyn, 2 von seiner Frau gefertigte Stoffbären ins Schaufenster und nannte sie Teddybären. Das Spielzeug war ein Hit und der Rest des Teddybärs ist eine Geschichte. Liebe Freunde, wenn ihr mehr über das Leben wissen wollt, über den Präsidenten Theodore Roosevelt, dann lade ich euch ein, auf unsere Webseite www.translated press zu gehen. Dort haben wir noch viele andere Anekdoten und auch noch viel mehr über das politische Leben und überhaupt über das Leben von Präsident Theodore Roosevelt. Wir danken euch, dass ihr dabei seid. Schreibt uns viele Likes bitte und empfehlt uns weiter, euer Translated Press History Team.